Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Penumbra Black Plug. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Und wo ist es? Da ist es. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt alles war. Ich hoffe es mal. Ja. Achso. Ja, halt die Schnauze. So. Welches Zustand ist ja, bla bla bla, das hab ich, das hab ich. Oh, halt die Schnauze. Aufgelöste Reihenfolge. So, Moment jetzt. Hier. Chemikalien. Moment, ich brauche die Tastatur jetzt momentan eh nicht. Acedon. Chlor. Schwefel. Jod. Stickstoff. Chrom. So. So. Es ist essentiell, dass die Chemikalien in folgender Reihenfolge vermischt werden. Also Chrom war die 2. Also 2 Chrom. Dann Aceton ist 1. Jod ist 4. Chrom ist 6. Stickstoff ist 5. Und dann am Schluss Schwefel die 3. So, beachten Sie, dass die unteren Tastenleisten aufgrund eines Herstellersfehlers über eine umgekehrte Tastennummerierung verfügen. Die äußerste rechte Taste ist die 4. Nach links ab. Also, das heißt 1, 2, 3, 4. Ne. Nehmen nach links ab. Also 4, 3, 2. Moment jetzt. Ja. Vor lauter Freude springe ich. Dass die unteren Tastenleiste aufgrund eines Herstellungsfehlers über eine umgekehrte Tastennummerierung verfügt. Die äußerste rechte Taste, also unten rechts, ist die 4. Die Ziffern nehmen links ab. Also müsst ihr eigentlich... ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich probiere jetzt mal gerade was. 2, 1, 4, 6, 5. Okay. Ich probiere es nochmal, weil du gerade irgendwie entfehlst. 2, 1, 4, 6, 5. Okay, dann war es auf dem Blatt falsch geschrieben. Weil das steht von links ab. Also müsste eigentlich hier 4, 3, 2, aber es ist zu. Also 4, 5, 6. Aber wir haben es geschafft. Und wir drücken, wir machen jetzt unsere Patschehändchen mal da drauf und gucken mal, was. Also, ich wollte die Tastatur nochmal ein bisschen richtig halten und dann gucken wir, was abgeht. Oh mein Gott. Was passiert hier jetzt? Endlich, endlich. Bin ich wieder normal? Ich bin wieder normal? Ja? So. Nun? Habe ich nichts mehr zu tun. Hallo? Wer ist da?
Wie sind die Dinger kaputt gegangen? What a pretty body! Mine! 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 Was zur Hölle? Seinen eigenen Körper. Was zur Hölle? Der kann mich gar nicht kriegen. Hi. Ugly. You are so ugly. Hi. Ja, mach doch die Tür auf. Erstmal speichern. Das habe ich ja. Ja gut, das ist ja jetzt auch die Stelle, da weiß ich nämlich ganz genau. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Puh. Also. Ich kann nicht. Was? Es kann nicht eingeben, es kann nur alles geben. Ich kann nicht eingeben, es kann nur alles geben. Kann ich eingeben, es kann nur alles geben. Kann ich eingeben. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Am Ende war dieser hier menschlich als ich. Mankind, for his actions, I am sorry. For his next misconduct, I am sorry. Do not hate me. Was geht denn jetzt ab? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Hä? Wo bin ich? Hallo? Was zur Hölle? Do not be alarmed. The space is in your mind, mankind. If you know yourself, you have nothing to fear. I, on the other hand, stand to lose everything. One came before, mankind. Howard. He was not strong. Mankind as a whole is stronger even than I. But alone, mankind is weak. Nonetheless, I do not underestimate mankind. I submit to you. However, I must, against my own desire, tempt your anger further. Mankind is not united as I am. Such a seething mass of individuals. Little wonder you all pull in different directions. All of me pulls in one direction. And for that reason alone have I bested those that disturbed me. I will test your reactions, mankind. I will test which direction you pull. And then you shall have your answers. And if need be, your revenge. Was geht hier jetzt vor? Die Klappe ist so schwer und Hans, ich brauche irgendeinen Hebel. Abgeschlossen, jetzt miteinander. So. Da hustet jemand. Hallo? Wer ist da? Wer hustet da? I would not tempt mankind's wrath in destroying you. I am more charitable than that. Was war denn das jetzt? Ich gehe nicht richtig vor, das ist eine Art Test. Dann mache ich es jetzt anders da, dann versuche ich sie. Ich muss anfangen klar zu denken. Hier.
Absolut. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr raus, ne? Warte, hallo? Hä? Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Ne, da, wenn ich jetzt da nochmal hingehe, bin ich nochmal tot, ne? Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, ich meine, wenn ja mehr, bla 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 bla. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe irgendwas falsch gemacht, ja. Das gebe ich nicht richtig vor, das ist eine Taste, deswegen wahrscheinlich nicht der richtige. Ja. Hier geht's ja nicht durch. Ach so, ein lockerer Ziegelstein. Hallo? Hey! Hey, through here! Pass me that pipe, man. I can get us out. Come on, we haven't got much time. Hm. Ja, ich geb's ihn durch. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, weil wenn ich da durchgehe, dann... Ich hab den Stein. Ich hab den Stein. I owe you, friend. Good luck. So. Okay. Was kommt jetzt? Working together is the only way. I act as one, though I am many. Thank you, mankind. Oh, kein Problem. Hab hier nur 3 Anläufe gebraucht. Also der will uns jetzt testen, ob wir würdig sind oder... Ja. Ich weiß, das, ne? Das sind auf jeden Fall mal Tests. Tür scheint zerbrechlich zu sein. Ich glaube nicht, dass es alleine durchbrechen könnte. Da ist ein Hebel. Kann ich den Hebel betätigen? Da ist auch noch ein Hebel. Oh! Hätte nicht gesehen. Hi! Guck mal was. Hoi. Naja. Okay, der Hebel macht jetzt nichts Besonderes. Ist da? Hier ist nichts. Da ist die Tür. Kann ich nicht aufmachen, ne? Da ist ein Hebel. Nein. Au. Geht's auch nicht weiter? Okay. Komm ich her? Ja? Ja. Ey, Digga. Was muss ich hier machen? Lass mich gehen. Ich hab doch keine Ahnung, was ich machen soll.
hier drin ist? Nichts, ne? Ja, wo bist du dann, mein Freund? Das sieht schwach aus. Vielleicht könnte ich ihn irgendwie durchbrechen, aber mit was? Hab ich hier einen Stein oder sowas? Was ist denn? Oh. Hey. Ich brauche irgendeinen Stein oder irgendetwas. Da sind nur die Düsen, damit irgendwo was rauskommt. Hä? Ich das machen? Hä? Hey. Da fühle ich an wie Jahre. Immer noch lustig. Ich starb dann ohne Ausweg. Hä? Hey. Was? Mensch, das ist böse, das merke ich. Warum versuchst du so stark? Das ist gut zu lösen. Jetzt muss ich probiere ich mal was, ne? Ich probiere jetzt mal was, ne? Vielleicht kann der Typ mir ja helfen. Hi. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Vielleicht kann der ja die Tür durchschlagen. Ah, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Das würde ich jetzt mal rausfinden. Ja, komm, beweg dich mit deinem komischen Pillemann. Schlag die Tür ein. Schlag die Tür ein. Schlag die Tür ein. Sollte die Tür einschlagen. Komm, schlag die Tür ein. Hm. Okay, das mit der Tür einschlagen funktioniert nicht. Jetzt probiere ich mal was, ob der dann stirbt und ich dann auch sterbe, weil wenn ich dann sterbe, also wenn dann das wieder kommt mit, ich hab Durst und ich komme nicht mehr weiter. Weil dann brauche ich den ja. Dann brauche ich den ja, ne? Mankind is vicious. This I realize. Why do you try to? Ja, ich brauche den. Gut, jetzt weiß ich es jetzt mal. Also ich brauche den auf jeden Fall. Vielleicht muss ich nicht. Ich weiß nicht. Also das mit dem Schlagen hat ja irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt probiere ich mal was anderes. Okay. Jetzt probiere ich mal was anderes. Habe ich da irgendwas oben? Ich brauche den auf jeden Fall. Also ohne ihn sterbe ich. So, komm. Schlag mich. Komm. Schlag mich. Schlag mich. Ja, los. Also ich sterbe nicht, wenn der mich schlägt. Ja. Ich höre irgendwie so ein Flüstern. Hallo. Das ist egal, scheint eine Art Rufsymbol zu sein. Ich frage mich, ob mein Freund hat. Hi. Ja,
leicht verwirrt. Ich kann ja auch nichts so irgendwas aufheben. Ich gehe mal zurück. Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Ja, Alter, wie? Na, wie geht's dir? Ich verstehe jetzt gerade echt gar nichts. Also ohne ihn, also wenn ich ihn umbringe, sterbe ich. Das sind keine Steine, da ist gar nichts. Probieren wir mal einen Moment. Vielleicht macht er jetzt die Tür auf. Kann das sein? Er geht zur Tür. Ach ja. Toll. Thanks, Digga. So. Es tut mir leid. Aber ich beende jetzt dann gerade den Part hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht. Ich glaube, das ist ja so jetzt das Finale. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, es geht ein bisschen länger. Weil ich habe für ein... Ja, okay, ich habe ein bisschen kürzer alles gebraucht, weil ich halt zu viel alles wusste. Vielleicht hätte ich da vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht die Hälfte länger. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, im nächsten Part machen wir hier weiter. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.